Und damit hallo zusammen Leute zu F1 23 in der Champions Edition und dank EA und Codemasters dürfen wir heute schon reingehen ins allererste Video. Und in diesem Video werden wir direkt mit unserem neuen eigenen Team an den Start gehen und da habe ich gerade schon ein bisschen gespoilert mit der Autolackierung. Ein paar Dinge sind neu in der MyTeam-Karriere, allerdings ist relativ vieles übernommen, deswegen werden wir die meisten Einstellungen heute relativ schnell überspringen. F1 World, das schauen wir uns dann gesondert mal an, da ist zum einen Solo, Multiplayer und Zeitfahren hingewandert. Heute gehen wir aber rein in die Einspielerkarriere. Zweispielerkarriere ist nach wie vor natürlich auch noch vorhanden, aber wir gehen hier rein. Diese Karriere wird übrigens eine Live-My-Team-Karriere sein, also wenn ihr da Bock habt, regelmäßig live dabei zu sein, dann schaltet gerne ein. Ich werde auch versuchen, kleinere Videos zusammen zu cutten für diejenigen, die jetzt nicht die Zeit haben, immer live dabei zu sein. Wir gehen auf jeden Fall hier rein, My-Team, let's go. Auch in F1 23 haben wir wieder die Optionen, als Newcomer, Herausforderer oder Titelanwärter zu starten, je nachdem, wie viele Ressourcenpunkte man gleich am Anfang bekommt oder wo das Auto am Anfang der Saison stehen soll. Und wir werden heute mal wieder reingehen als Newcomer mit einem Team, das wir schon mal genutzt haben, in der MyTeam auch ein paar Seasons gefahren sind, aber nie Weltmeister geworden sind und das soll sich dieses Mal ändern. Um welches Team es sich genau handelt, zeige ich euch gleich. Jetzt erstellen wir aber erstmal eine benutzerdefinierte Saison mit 16 Rennen. Das wird unser Rennkalender sein, Leute. Nach wie vor kann man leider die Rennen nicht so anordnen, wie man sie in der Reihenfolge fahren möchte. Das finde ich ein bisschen schade, dass das noch nicht im Spiel ist. Wir haben jetzt hier, wie ihr seht, ein paar Stadtkurse rausgeschmissen. Baku ist rausgeflogen, Singapur ist rausgeflogen, da wir ein paar neue Strecken haben, wie Katar oder auch Las Vegas als neuer Stadtkurs. Und ich denke, dass wir mit der Auswahl an 16 Strecken eigentlich ganz gut fahren. Las Vegas, zweitletztes Rennen, Abu Dhabi wird dann das große Finale sein. Niederlande ist zum Beispiel rausgeflogen oder auch Imola ist rausgeflogen. Und traditionell starten wir in Bahrain in die Saison. Schauen wir mal kurz noch die Karriereeinstellungen an. Rote Flaggen sind neu im Spiel, die können wir auf erhöht, auf Standard oder reduziert stellen, je nachdem, wie oft sowas vorkommen soll. Ich denke, wir gehen am Anfang mal mit erhöht, um mal so ein bisschen zu schauen, wie oft wird so eine rote Flagge ausgelöst. Genau mit dem Safety Car gehen wir auch mal mit erhöht. Wir werden Parkvermehr-Regeln mal ausmachen, dass wir da auch mal im Stream ein bisschen am Setup ausprobieren können, vielleicht auch im Qualifying noch. Regeln und Flaggen sind natürlich an. Boxenstopp ist wie immer gleich immersiv, dass wir selber in die Box fahren. Und dann schauen wir noch kurz auf die Karriereeinstellungen. Wir haben natürlich Fahrertransfers an, eigentlich alles Standard, auch wie im letzten Teil F1 22. Defekthäufigkeit machen wir auch auf Standard, dass das ein oder andere Problemchen auch mal auftreten kann. Defekttypen auch auf hoch, dass wir auch mal den ein oder anderen Motorschaden kriegen. Ich denke, das macht das Ganze ein bisschen spannender, auch für die Livestreams dann. Dann schauen wir kurz noch auf die Wochenendstruktur. Wir werden wieder 50% Rennen fahren. Ich denke, da kriegen wir im Livestream dann jeweils zwei Rennen hin. Denke ich mal, wir machen ein kurzes Qualifying-Format und wir werden das Ganze auf der KI Stufe 95 mal starten. Wahrscheinlich werden wir zwischen 95 bis 100 variieren, schätze ich mal. Und dann gehen wir rein. Auch die MyTeam-Ikonen werden wir wieder aktivieren und schauen, wer unser Teamkollege über die Saisons dann wird. Und Fahrhilfen sind natürlich wie immer alle aus. Und so starten wir das Ganze. An sich ist die Charaktererstellung und Teamerstellung ähnlich wie in den letzten Teilen. Ein paar neue Charaktere sind, meine ich, dazu gekommen, aber an sich sind das alles recht bekannte Gesichter. Den wählen wir direkt mal aus, den werden wir nehmen für diese Saison. Und da könnt ihr gerade mal durchschauen, wen es hier so gibt. Natürlich wieder ein paar E-Sportler auch mit dabei. An sich gibt es hier aber keine großartig neue Auswahl an Charakteren. Da können wir kurz mal auch durchgehen mit den Lackierungen der Autos genauso. Das ist alles relativ beim Alten geblieben tatsächlich. So, da sind die E-Sportler noch mit dabei und dann haben wir mal alle gesehen. Ich werde jetzt kurz den Charakter noch anlegen. Auch die Audionamen sind ähnlich wie in F1 22. Da ist leider immer noch kein Patrick mit dabei. Das wünsche ich mir seit Jahren, dass da ein Patrick mit dazu kommt bei den Audionamen, wie er uns nennt bei der Startaufstellung. Wir sind Mr. Monaco für diese Karriere und wir werden wieder mit der Startnummer 92 an den Start gehen, wie in den letzten Karrieren, denke ich auch. Und dann sind wir schon bereit. Schauen wir kurz noch die Helmauswahl an, was es hier Neues gibt. Wir haben ein paar Connorsport-Helme hier mit dabei, die man jetzt benutzen kann für die MyTeam. Ansonsten haben wir wieder eine Auswahl an relativ, ja, Standardhelmen, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt hier schon den Helm gestaltet, dass wir da ein bisschen schneller durchkommen in Rot-Schwarz. Wir haben wieder gesperrte Anpassungsartikel, die Max Verstappen Champions Edition. Den können wir uns natürlich auch holen, wenn wir wollen, in der Max Verstappen-Version. Genauso wie eigentlich auch die Anzüge. Da gibt es auch wieder so ein paar Standards wieder. Connorsport ist mit dabei. Und hier haben wir, ja, eine kleine Auswahl, würde ich sagen. So wie immer eigentlich. Und da haben wir jetzt hier mit Schwarz-Rot-Gold. Und dann haben wir hier noch,
den Max Verstappen-Anzug. Zu den Handschuhen noch kurz, auch hier haben wir Cornersport mit dabei. Ansonsten gibt es wieder die Standard, außer wie auch bei den Anzügen, passend zum Anzug. Auch hier haben wir den Max Verstappen-Version mit dabei. Auch die Podiumsgesten sind eigentlich identisch wie im Vorgänger. Da haben wir die Standard-Podiumsgeste, die wir ausgewählt haben. Siegesfunkspruch, da werden wir haben es geschafft nehmen. Und dann zeige ich euch noch kurz die My-Team-Erstellung, was wir da alles ausgewählt haben. Unser Team wird mal wieder Black Panther Racing heißen, so wie wir es schon in F1 21 hatten, wo wir das Ganze auch live gestreamt haben. Und da wollen wir dieses Mal mit den neuen Boliden von 23 die Erfolgsgeschichte weiterführen. Wie immer müssen wir natürlich wieder Sponsor, Motorenhersteller und einen Teamkollegen auswählen. Bei der Sponsorenauswahl haben wir auch wieder die altbekannten Möglichkeiten. Und ich würde sagen, dass wir hier für den Sponsor gehen, der uns am meisten zahlt. Da haben wir auch als Ziel, dass wir Achter werden in der Konstrukteursmeisterschaft. Und es ist ganz gut, das Ziel vor Augen zu haben während der gesamten Saison. Bei der Motorenauswahl haben wir vier, unter denen wir auswählen können. Renault, Red Bull, Ferrari oder AMG Mercedes. Und Mercedes hatten wir auch in der letzten My-Team in F1-21 schon für Black Panther Racing. Deswegen werden wir auch hier wieder den Mercedes nehmen. Wer wird unser Teamkollege in der ersten Saison in My-Team? Ist die große Frage. Jetzt haben wir natürlich einen relativ teuren Motor genommen mit Mercedes. Deswegen müssen wir da gucken, dass wir nicht allzu viel ausgeben für den Teamkollegen. Und ich denke, dass wir mit Dennis Hauger gehen. Er hat eine relativ gute Gesamtwertung und ist nicht ganz so teuer. Diesen Motorenhersteller und diesen Teamkollegen können wir uns leisten. Zu den Liveries, die wir ganz am Anfang haben, die schauen wir auch noch kurz durch. Das hier, meine Damen und Herren, ist unser Auto, das ihr schon gesehen habt. Wunderschön, wie ich finde. Können wir uns gleich noch anschauen in dem neuen Showroom, der in F1 World sehr, sehr gut gemacht ist. Hier haben wir noch die Standardlackierung in Schwarz-Gelb, die ich nicht so schön finde, ehrlich gesagt. Und das sind halt die, die Standards, die am Anfang zur Verfügung stehen. Es ist mal wieder keine so brillante Auswahl, aber da werden wir über die Zeit, denke ich, auch weitere Lackierungen freischalten. Hier einmal noch in dreifarbig, nochmal eine in zweifarbig. Die ist eigentlich auch ganz, ganz schön in diesem matt und glänzend. Da habe ich auch Bock drauf gehabt, aber die andere hat mir dann doch besser gefallen. Die hier ist eigentlich auch nicht schlecht, aber wir haben unser Fahrzeug schon gewählt. Und da ist es, unser Fahrzeug. Sieht es nicht absolut genial aus? Es sind noch keine Sponsorenaufkleber drauf, das werden wir gleich noch erledigen, bevor wir ins allererste Rennen rein starten. Und das hier ist jetzt der Showroom aus F1 World. Der ist super, super schön. Also da kann man sich die Autos nochmal im Detail anschauen. Unser Black Panther Racing Team ist bereit und wir starten in die Saison. Neues Jahr, neue FahrerInnen, neues Team. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir befinden uns weit weg vom Fahrerlager, im Hauptquartier des neuesten Teams der Formel 1 Weltmeisterschaft. Wir haben heute exklusiven Zugang erhalten und dürfen nicht nur den Teambesitzer interviewen oder deren Starfahrer, sondern beide. Denn zum ersten Mal in der modernen Formel 1 Geschichte sitzt der Besitzer auch selbst hinter dem Steuer eines seiner Autos. Dies ist ein großartiger Zeitpunkt, um ein neues Team an den Start zu bringen. Vor allem nach einem so spannenden Wettbewerb im letzten Jahr. 2022 gab es umfangreiche Regeländerungen und Red Bull setzte sich im Bereich Entwicklung an die Spitze. Aber das war letztes Jahr. Dieses Jahr könnte es ganz anders aussehen. So viel steht fest. Hier im Werk herrscht ein reges Treiben. Und man spürt förmlich die Begeisterung aller im Team über das Auto. Insgeheim glauben sie fest daran, dass sie an der Spitze mitfahren können. Und sie hatten genug Zeit, um ein äußerst konkurrenzfähiges Rennauto zu entwickeln. Aber Theorie ist eine Sache. Gegen die größten Stars des Motorsports anzutreten, jedoch eine ganz andere. Wie fühlt sich also der Besitzer des 11. F1-Teams, das sich schon so intensiv darauf vorbereitet, im Formel-1-Zirkus mitzumischen? Neue Fahreraufstellungen, Katar ist wieder dabei, Las Vegas debütiert. Und der technische Wettstreit treibt sowohl den Sport als auch die FahrerInnen immer weiter an. Was will er erreichen? Worauf freut er sich am meisten? Was macht ihn nervös? Wir werden ihn gleich treffen und das herausfinden. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Beginnen wir gleich mit der Frage, die alle am meisten interessiert. Hier war jetzt die Autopräsentation vorgesehen, die wir am Anfang schon gesehen haben. Finde ich besser gelöst wie in der bisherigen Karriere in F1 22. Und wir haben jetzt Natalie Pinkham anstatt von Will am Start, die uns dieselben Fragen mehr oder weniger stellt wie in den Jahren zuvor. Wie werden Sie Ihr Formel 1 Team leiten, um an die Spitze zu kommen? Es geht nicht nur um mich, sondern um mein Team. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen auf die Antworten aufpassen, dass auch alle Abteilungen ein bisschen was abkriegen. Wir werden jetzt mal das Chassis als erstes auswählen, das unglaublich gut ausbalanciert ist.
Die meisten anderen Teams haben jahrelange Erfahrung in der Formel 1. Sie sind ein Neuling. Wo, denken Sie, haben Sie Gelegenheit für den nötigen Leistungszuwachs, um mit den anderen Autos mithalten zu können? Wir gehen mal auf die Treibstofflast. Also wir verteilen das jetzt einfach so ein bisschen auf die Abteilungsereignisse. Letztendlich hängt Ihr Erfolg in dieser Saison davon ab, wo Sie im Kampf um die Positionen landen. Was hat Ihr Auto, das Ihnen dabei einen Vorteil verschaffen könnte? Zum Überholen braucht man Motorleistung. Wir gehen natürlich auch noch auf die Motorleistung einmal noch. Auf welche Leute sind Sie besonders stolz? Und jetzt gehen wir noch auf die Strapazierfähigkeit am Schluss. Nun, ich könnte den ganzen Tag mit Ihnen reden, aber ich lasse Sie jetzt mal weiterarbeiten. Danke für Ihre Zeit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Glück für diese kommende Formel-1-Saison. Vielen Dank. Wir sind im Hauptquartier und schauen jetzt mal noch ganz kurz auf unseren Fahrermarkt. Denn da können wir mal schauen, wen es hier denn zu kaufen gibt. Also Michael Schumacher haben wir wieder dabei. Ayrton Senna haben wir am Start. Mika Häkkinen ist dabei. Jacques Villeneuve könnten wir theoretisch irgendwann kaufen. Jenson Button haben wir hier, wen haben wir noch? Mark Webber und Felipe Massa. Alonso ist natürlich standardmäßig mit dabei. Devin Butler, die Jungs aus der Story, könnten wir hier theoretisch auch kaufen. Aiden Jackson 2,5 Millionen. Ackermann haben wir hier auch. Das sind auf jeden Fall die Kollegen, die wir hier kaufen können auf dem Fahrermarkt. Also so sieht das MyTeam-Modell doch viel besser aus mit der neuen Nose. Sieht echt hübsch aus, finde ich, mit dem Rot, Schwarz und Gold. Endlich haben wir eine ordentlich schöne Nose, die wir hier bestickern können. Das funktioniert leider bei mir in der Preview-Version noch nicht. Also ich kann hier keine Sponsorenaufkleber draufpacken aufs Auto. Das machen wir in dem Fall einfach später. Aktivitäten habe ich jetzt gerade befüllt. Wir werden eine Pressetour machen und eine Werbekampagne. Verlieren dadurch ein bisschen Cash, aber kriegen ein bisschen Fahreranerkennung. Das heißt, wir haben noch 3 verbleibende Tage bis zum großen Preis von Bahrain. Nachrichten. Charlie schreibt uns. Charlie sagt, dass wir mal bei den F&E vorbeischauen. Das machen wir doch direkt und gucken mal, wo wir hier stehen aktuell. Wir sind drittschlechtestes Team aktuell beim Start. Es ist eigentlich ganz okay, so wie das im Moment aussieht. Wir müssen in die Aerodynamik auf jeden Fall ganz dringend investieren. Wir haben 200.000 Dollar und 1.000 Ressourcenpunkte und da gehen wir direkt mal in die Aerodynamik und hoffen mal, dass wir direkt das erste Frontflügel-Upgrade machen können. Direkt zum Start. 40% Fehlschlagrate ist relativ viel, aber wir spulen direkt an dieser Stelle mal weiter und gucken mal, ob wir nochmal ein paar Ressourcen bekommen bis zum ersten Rennwochenende. Ein paar Ressourcen bekommen wir. Pressetour ist abgeschlossen. Laufende Kosten. Dann sind wir also startklar und starten mal direkt rein ins erste Rennwochenende. Endlich steigen wir also ein. Das erste Mal ins Fahrzeug. In unser Black Panther Racing Team mal wieder. Und unser Sponsor wird, schätze ich, nicht so sehr begeistert sein, dass wir direkt aufkreuzen beim ersten Rennen ohne einen einzigen Sponsorenaufkleber auf dem Auto drauf. Wir biegen ab in den letzten Versuchen Qualifying und das sind die ersten Runden hier überhaupt in MyTeam und die fühlen sich tatsächlich sehr, sehr gut an. Das Auto ist natürlich viel zu langsam, ihr seht, wir sind aktuell Platz 22 und 21. Dennis Hauger war nochmal knapp 2-3 Zehntel schneller. Zweite Runde mussten wir direkt abbrechen. Die haben wir in den Sand gesetzt. Jetzt haben wir noch einen Versuch. Das ist der letzte Versuch im Qualifying, im allerersten der Saison. Qualifying ist quasi in diesem Moment beendet. Wir werden auch wahrscheinlich eh relativ weit hinten stehen. Man muss sagen, das Auto fährt sich, auch wenn es echt langsam ist, sehr, sehr gut. Grip ist da, ist vorhanden. Man kann auch das MyTeam-Auto abfangen, wenn es denn mal ausbricht. Ein bisschen vorsichtig muss man auf der Bremse sein. Die Bremspedale ist nicht zu weit nach hinten oder nach vorne legen, dann klappt das ganz gut. Beim Rausbeschleunigen ein bisschen aufpassen und dann läuft das Auto. Jawohl, da ist doch noch mal einiges drin. Strecke ist noch mal schneller geworden. Runde war aber auch extrem gut. Dennis Hauger jetzt noch mal ein Platz vor. Auf die 20. 16. Oh, die Strecke wird deutlich besser. Sehr, sehr deutlich. Obwohl die erste Runde auch gar nicht so schlecht war. Haben wir doch nicht alle Kurven perfekt getroffen. Aber 7 Zehntel ist schon mal ordentlich. Aber uns haben halt beim ersten Versuch schon 2-3 Zehntel gefehlt auf Dennis Hauger, auf den Teamkollegen. Den sollten wir auf jeden Fall irgendwie schlagen. Und von Runde zu Runde wird es hier besser. So, wo bleibt die Zeit? Wo sind wir? Das wird auf jeden Fall eine sehr harte Saison. Charles Leclerc holt sich die Pole sehr überraschend. Max Verstappen nur
Achter am Schluss und wir sind am Schluss auf Platz 19. Nick de Vries ist dann nochmal zwischen dem Teamkollegen. Das heißt, wir haben ihn im ersten Duell schon mal besiegt. Platz 19 ist okay fürs allererste Qualifying. Runde war eigentlich auch echt schön. Logan Sargeant auf dem letzten Platz und wir gehen ins allererste Rennen der Saison. Eine neue Saison, ein neuer Anfang und alles ist möglich. Neben mir sitzt Stefan Römer, um mit mir den Start eines neuen Jahres in der Formel 1 zu kommentieren. Wir erleben gerade die letzten angespannten Minuten vor dem Rennen. Alle machen sich ein bisschen Sorgen um die Verlässlichkeit der Wagen, denn beim Training waren sie nicht in den heißen Luftverwirbelungen hinter den anderen Autos unterwegs und mussten auch nicht für lange Zeiträume nah an der Leistungsgrenze fahren. Hoffen wir mal, dass es für niemanden eine unangenehme Überraschung gibt. Okay Leute, wird schon schief gehen. Wir starten mit den Mediums rein, gehen dann einen Stop auf die Hard, so zumindest der Plan. Das erste Rennen in F1 23, My Team ist eröffnet. Und los geht's. Oh, und Hauger hat einen guten Start. Tsunoda kommt gar nicht weg. Tsunoda und Norris, die beiden Startverlierer, die haben da absolut gar keinen Grip gehabt beim Losfahren. So, Zeitlupe durch die erste Kurve. Stroll auf der 14. Oh, sind wir direkt auf den 16. Platz vorgekommen. In einer Kurve. Oh, Norris hat so viel mehr Topspeed. Sieht man direkt schon hier auf der ersten Geraden. So, einfach nur die erste Runde erstmal halbwegs überstehen. Direkt hinter Magnussen. Magnussen im Haas. Sollte in etwa auf Augenhöhe fahren. Vielleicht können wir da auch noch was machen. Ocon gegen Gasly, die beiden Teamkollegen. Dadurch schaut sich das Ganze hier ein bisschen. Boah, vorsichtig anbremsen auf die enge Linkskurve. Wir haben den 16. Platz behauptet am Start. Nice. Haben noch ordentlich RS übrig, um auf jeden Fall die Position zu behaupten. In der ersten Runde zumindest. Vorne scheint es keine großartigen Veränderungen gegeben zu haben. Beide Ferraris auf 1 und 2. Und wieder auf der 16. Sehr, sehr gute erste Startphase im ersten Rennen. Und der Teamkollege aktuell auf der 19. Norris kommt da nochmal. Oh, der hat so viel mehr Speed. Bremst innen an. Soll noch ein bisschen Platz geben. Aber wir haben halt auch keinen Grip durch die Kurven durch. Also deutlich weniger als Norris im McLaren. Wobei ich gespannt bin, wie gut der McLaren hier in Bahrain geht. Wir sind jetzt in Runde 3, das DRS ist aktiviert worden und wir haben leider kein DRS mehr gegen Magnussen. Auch wenn wir da noch ein bisschen ERS übrig haben, ist da kaum ein Vorankommen. Das ERS ist halt am Start der Saison noch lange nicht so krass wie im Grand Prix-Modus. Da ist ja das DRS auch ultra powerful und auch das ERS. Und hier in My Team, da macht es kaum einen Unterschied, ob du ERS benutzt. Also zumindest nicht gegen die stärkeren Teams. So, Albon mit der ERS. Ja, schaut euch das an. Schaut euch das an. Wie Albon da außen vorbeifährt. Und wir müssen deutlich früher bremsen. Also da haben wir gar keine Chance. Wir sind jetzt gleich in Runde 6, haben Norris direkt im Heck. Die McLaren tun sich halt schwer auf dem Kurs. Aber Norris wird dann wahrscheinlich jetzt gleich im Windschatten vorbeiziehen. Spätestens auf Startziel. Und mit ERS sind wir da deutlich langsamer als der McLaren. Ihr habt gerade gesehen, aus der Kurve raus beschleunigen hat auch ganz gut geklappt. Auch wenn das Heck so ein bisschen quer gestanden ist. Verlieren wir das Auto nicht. Das ist super angenehm zu fahren. Also nicht mehr so unberechenbar wie das My Team Auto in der letzten Saison. Ja, müssen da sehr, sehr früh bremsen und da geht Norris außen. Ja, sehr, sehr aufpassen auf dem Gas. Nochmal abgefangen. Norris wieder mit DRS. Verteidigen wir das vielleicht nochmal. Oh, noch 5% ERS. Der geht da außen vorbei. Jetzt verlieren wir die ganzen Plätze wieder, die wir am Start gewonnen haben. Wow, krass, so untersteuert. Aber Norris, mit Norris kann man gut kämpfen. Norris lässt da auf jeden Fall den notwendigen Platz. Und Tsunoda kommt da auch noch angeschossen. Ein Platz wieder, geht's weiter nach hinten. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder das ERS aufladen. Und dann gibt es wahrscheinlich in der nächsten Runde schon keine Möglichkeit mehr anzugreifen. Und die Reifen werden immer schlechter. Also in My Team
ist tatsächlich Aerodynamik und Reifenabnutzung ein ganz, ganz großes Thema. Wir sind auf den Medium-Reifen. 24% hinten. In Runde 7. Und wir müssen eigentlich noch einige Runden ausharren. Und Norris zieht jetzt davon. Ist jetzt aus dem WRS raus. Und jetzt verteidigen gegen Tsunoda. Wie lange halten wir das noch durch? Wie lange halten wir das noch aus? Brauchen wir eventuell sogar einen 2-Stop. Boah! Aufpassen, kein Crash, nur sauber durchfahren. Einfach sauber durchfahren, dieses Rennen. Reifenabnutzung ist krass. Aber wir haben auch relativ viel Temperatur in den Reifen. Also 105 Grad, das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich noch ganz gut klar, man kann da immer noch ganz gut unterwegs sein. Reifentemperaturen sind ja in F1 23 ein kleines bisschen höher. Also wenn du bei 100 Grad bist, dann ist da noch nicht Feierabend vom Grip. Geht trotzdem noch gut. Im Moment ist es eher so ein bisschen die Abnutzung von den Reifen, die es gerade echt extrem schwer macht mit dem MyTeam-Fahrzeug. Bald verlieren wir einen weiteren Platz. Norris ist eine Sekunde schneller unterwegs. Das ist krass. Aber Dennis Hauger ist auch nicht gerade so sportlich im Moment unterwegs. Wird auch zurückgereicht. Black Panther Racing wird zurückgereicht im Feld. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Haas, der am Anfang gut geht. Am Anfang des Rennens. Und sich dann extrem schwer tut mitzuhalten. Das heißt, wir werden eventuell sogar einen extra Boxenstopp brauchen. Ich schätze mal, dass wir diese Runde gleich reinkommen. Wir verlieren so viel Zeit. Wow. Was? Mark lügt. Mark lügt. Die Reifen sind runter. Die sind nicht mehr gut. Mark kommt gleich rein. Wir gehen auf die Hardreifen jetzt. Ja, gar keine Chance mehr. Da geht Joe auch gleich vorbei. Ja, sich da rein verbremst in die letzte Kurve. Okay, we lost the position. Try to keep focus. Wir müssen was unternehmen. Jungs. Boxenstopp, Box, Box. Der erste Boxenstopp dieser Saison. Da werden wir hoffentlich irgendwie durchkommen. Mit einem Stopp auf die Hard. Ah, ein bisschen früh. Okay. Das heißt, wir waren jetzt der Erste in der Box, relativ früh. Die ersten Boxenstops stehen an und wir machen einen Platz gegen Tsunoda gut. Das halbe Feld war in der Box und da fährt Tsunoda fast noch ins Auto rein. Jawohl, den Platz haben wir. Okay. Ocon scheinbar mit einem Problem. Platz 21. Norris auf der 20 war, glaube ich, noch nicht an der Box. Dennis Hauger ist jetzt beim Boxenstopp. Er rennt zu Noda. Angreift. Boah, gar keine Chance, Leute. Leute, keine Chance. No chance. Tsunoda zieht da einfach wieder durch. Mit der S. Natürlich einen deutlich besseren Heckflügel. Aber er verliert viel Zeit. Also Dennis Hauger hat da viel zu viel Zeit in der Box verloren. Reifen sehen okay aus. Sollte funktionieren, dass wir sie über die Distanz bringen. Also die Medium-Reifen sind extrem früh in die Knie gegangen. Aber trotzdem hat das Auto ganz gut Grip. Man weiß ganz genau, wann es ausbricht. Aber du bist halt einfach zu langsam. Mit den alten Reifen bist du halt im Endeffekt schlicht und einfach zu slow unterwegs. Jetzt probieren wir es gegen Tsunoda. Mit ERS-Einsatz können wir da vorbeifahren, ja. Das reicht dann easy. Und schau mal, wie das reicht. Aber kommen wir da jetzt weg? Ist die Frage. Ja, noch 10 Runden auf der Uhr. Komm schon. Die Runde nutzen. Runde 20. Ich habe alles versucht. Alles versucht. Um Tsunoda da abzuschütteln. Das war nicht möglich. Es war nicht möglich. Und da hinten ist Joe. Tsunoda geht nochmal vorbei. Wir bleiben schön im Windschatten. Und versuchen nochmal innen rein zu. Genau, macht er die Tür zu. Clever gemacht.
Auf der linken Seite haben wir nicht so viel Grip. Gehen wir nochmal außen vorbei und Joe! Joe ganz rechts! Zu spät! Da war Gummi außen. Gar kein Grip, aber wir kommen trotzdem irgendwie durch. Interessant. Nein. Ja, die harten Reifen. Oh, Tsunoda verbremst sich. Komm. Wir müssen da direkt dranbleiben, direkt wieder vorbeigehen, sonst war es das. Und der Teammate tut sich auch extrem schwer. Also ist, glaube ich, im Moment auf den letzten Platz zurückgefallen. Da sind wir mit Platz 19 jetzt noch ganz gut bedient eigentlich. Ja, hier kommen wir immer noch Vollgas durch mit den harten Reifen, auch mit den angefahrenen harten Reifen. Sprit sollte auch kein Problem sein, kommen wir auch gut durch. Aber wir müssen da jetzt nochmal ran. Nochmal vorbei. Ja, Platz 19 ist zu wenig, da muss mehr her. Da kriegen wir mehr raus. Komm, zieh doch Auto. Zieh doch. Tsunoda wird zurückgereicht. Ein erbitterter Kampf um Platz 17. Wir haben keine Traktion mehr am Hike. Keine Traktion mehr beim Rausfahren. Und das bei 31% Abnutzung. Ja, wir sind noch im DRS. Wir sind noch drin im DRS. Komm. Aber Tsunoda halt auch mit DRS. Komm. Es reicht noch. Ah, Tsunoda hat keinen offenen Heckflügel. Ist da Joe schon so weit weggefahren? Ist schon rausgefahren. Aus dem DRS und wieder die schmutzige Linie erwischt. Wir sind in der letzten Runde dieses Rennens. Und Joe ist ordentlich davon gefahren. Sergio Perez gewinnt das erste Rennen. Und wir müssen uns nochmal verteidigen gegen Tsunoda, der in der letzten Runde nochmal aufdreht. Und die Reifen sind komplett tot jetzt. 55%, aber das Auto hat durchgehalten. So, nochmal ein bisschen schauen, dass wir vorne bleiben. RS nochmal verbraten, das restliche. Den restlichen Überschuss, den wir noch haben. Wir haben jetzt Dennis Hauger auf 11 Sekunden gehalten. Das ist schon mal nicht schlecht. Also das Auto war jetzt nicht super miserabel, aber auch nicht super top. Eine Gerade noch überstehen. Und dann ist der Sponsor wahrscheinlich ganz happy, dass er nicht auf dem Auto drauf war. Beim ersten Rennen. Denn die ersten Rennen sind wahrscheinlich eh alle sehr, sehr schwierig. Tsunoda in der letzten Kurve. Greift er nochmal an. Oh, das wird ein Foto-Finish. Er macht nochmal das DRS auf. Da ist die karierte Flagge. Aber wir schaffen es nochmal. Aber natürlich keine Punkte. Das Siegesprozedere habe ich jetzt gerade mal übersprungen, um das ganze Video hier nicht weiter in die Länge zu ziehen. Wir werden 18. gerade nochmal vor Tsunoda. Dennis Hauger 20. Und ich glaube, das ist eine ganz gute, solide Basis, wo wir jetzt weitermachen können. Dann in den kommenden Streams. Seid da gerne am Start. Auf jeden Fall werden wir das Ganze streamen hier auf YouTube. Und das war es jetzt zumindest zum ersten Video, zur ersten Folge hier etwas länger geworden. Aber ich hoffe, ihr seid wieder am Start das nächste Mal. Bis dann. Haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.